Ja, Leute, Mr. Black ist back. Zurück bei White Day. Und wir machen direkt weiter. Letztes Mal haben wir schön die alte hier absolviert und wir gehen jetzt sofort in den nächsten Abschnitt. Ja, und ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Ich glaube, so lang geht's gar nicht mehr. Ich weiß noch. Ganz recht in Erinnerung habe vom Original, war glaube ich nach dem dritten Gebäude oder vierten Gebäude irgendwann war Schluss gewesen. Ach, wollen wir jetzt sehen. Zum Hörsaal. Der Hörsaal. Im Hörsaal herrscht eine unheilvolle Stille. Das kannst du laut sagen. Im Hörsaal ist doch arschduster. Die Beleuchtung im Hörsaal kann über den Vorführraum eingestellt werden. Gut. Und noch eine Münze, wunderbar. Dann können wir jetzt noch eine Milch kaufen. Oh, benutzen wir jetzt meine. Da sind wir geheilt. Wunderbar. Oh, speichern schon wieder. Ja, komm. Wir haben vier Stück. Ja. Zu. Okay. Auch hier kommen wir nicht weiter. Ja, und hier brauchen wir wieder eine Plakette. Sehr dunkel hier drin. Hier können wir rein. Ach, was haben wir denn hier in Basie? Wir können uns auch mal einen mitnehmen und durch die Schule laufen, wie so ein Arschloch. Aber wir sind leider nicht so cool wie der Hausmeister. Und schon wieder Operationsfilm, ja. Davon haben wir ja nicht genug. Jo. Auch hier ist kein Hausmeister. Ich glaube, wir sind jetzt echt erledigt. Und das finde ich sehr, sehr gut. Auch ein Filzstift. Oh, ich will erstmal alles abchecken. Okay, Brandschutzimplosion, Feuerlöscher. Inspektion der Sprinkleranlage. Einige Rohre tropfen. Der Sprinkler im Aufenthaltsraum tropft und wird repariert. Der Ventilgriff für die Sprinkleranlage wird bis zum Abschluss der Reparaturen im Lagerraum aufbewahrt. Aha. Drei Feuerlöscher, okay. Die werden bestimmt noch irgendeine Rolle spielen. Ja, die kommen wir zurück. Okay. Ich guck nur mal kurz hier, ob hier noch irgendwie eine Münze ist oder so, falls dann doch, will ich noch schnell eine Milch kaufen. Einfach nur, damit wir ein bisschen Polster haben.
Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Nee. Gut. Dann werden wir versuchen, hier irgendwie das Licht anzumachen. Ja, mal schauen, was dann passiert. So. Und zack. Und da liegt so jung. Okay. Da ist jemand auf der Bühne, ja. So jung. Können wir jetzt die Tür unten aufmachen? Nee, immer noch nicht. Okay. Wie kommen wir dann zu ihr? Hier vielleicht. Nein. Moment, was war da? Feuerlöscher. Kann ich durch die Wand sehen? Okay. Gut. Gut zu wissen, dass da schon mal einer ist. Okay. Das Ventil ist am Platzen. Ah, okay. Haben wir verschlossene Tür geöffnet. Bevor wir jetzt da reingehen, gucke ich erstmal noch, was es hier gibt. Nichts mehr, okay. Und hier stürzt alles ein, ohne es wieder anzubrennen. Und die Alte ist wieder da. Okay. Boah, scheiße. Oh fuck. Feuerlöscher, wir brauchen Feuerlöscher. Die Musik ist wieder voll am Rumspacken. Wunderbar. Ja. Ist hier ein Feuerlöscher, ne? Ja, sehr gut, sehr gut. Wo ist der Feuerlöscher? Wo ist der Feuerlöscher? Wo ist der Feuerlöscher? Können die Türen hier nicht aufmachen? Okay. Jo, Musik ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ey, du bist cool, du hast die Geier. Von irgendwo durchkommen. Da, im Geräteraum ist noch ein Feuerlöscher. Da ist auf einmal einer. Wow. Okay, Feuerlöscher. Autsch.
Da muss man mal eine Milch trinken. Okay, können wir jetzt hier das Feuer irgendwie löschen? Wo haben wir einen? Nein? Hallo, hol doch den Feuerlöscher raus und lösch hier. Ah, toll, jetzt kommt die alte Feuer von hinten. Wie kann er jetzt schon wieder leben, Mann? Er ist doch schon längst tot. Was will ihr denn von uns? Was haben wir ihr bitte schon getan? Gar nichts. Nichts haben wir ihr getan. Rein gar nichts. Trotzdem ist eine dumme Bitch zu uns. Also. Ja. Dampf. Wie Dampf. Dampf im Kessel. Okay. Und zack. Und ab dafür. Jo. Wisst ihr jetzt, wo der erste Feuerlöscher ist, schon mal gut. Aber wir sind leider immer noch über den Einsatzkern. Ja, wir können anscheinend ein wenig durch die Flammen laufen. Wow, what the fuck? Löschen. Naja, so weit können wir dann noch nicht reinlaufen. Ich verstehe es nicht. Wir haben den Eingang und wir können nicht einsetzen. Oh, das Spiel. Ja, das Feuerzeug raus, haben wir den Feuerlöscher. Ich will die Tür angeflogen. Löschen. Ah, jetzt löscht er ihn, ne? Aua. So, ja, Milch, wunderbar. Nächster Feuerlöscher. Hier kann man sich abkühlen. Da war mit dem Ventil gemeint, der war doch hier irgendwie auch noch versteckt. Kurz mal die Fächer abchecken, ob da irgendwas drin ist. Ja. Wissen, dass die Musik krank ist. The fuck? Hab ich gerade Damage bekommen? Von nichts. Schon wieder! The fuck? Kann er jetzt hier das Feuer vielleicht löschen? Nö. Dann gehen wir nochmal auf die andere Seite, gucken, ob wir da jetzt löschen können. Ist so komisch gemacht, ey. Und hier hinten, ne? Und da kam ja auch die Katze hin. Ja. Keine Ahnung.
das Ganze ans Feuer dran gehen, damit man eine Chance hat, sich zu verbrennen, bevor man es löschen kann. Nächster Feuerlöscher. Ich muss mir irgendwas in der Dusche noch machen. Verbandskasten, den nehmen wir mit. So, Moment. Kann man hier irgendwas öffnen? Das ist das Zeichen, aber ey, ist nichts auf. Hä? Brauchen wir wahrscheinlich den Schlüssel noch, ne? Okay, wir haben ja noch einen Feuerlöscher am Start. Muss mal kurz mal gucken, was hier noch gibt. Okay, hier kann man irgendwas zudrehen, ne? Ja. Vielleicht wollen wir das Ventil irgendwie haben. Da kann man nicht lang. Ja, wo setzt man denn jetzt den letzten Feuerlöscher ein? Kann man den jetzt hinten einsetzen? Ne? Hier ist das Klo. Wo setzen wir den ein? Ah, hier. Ja! Oh, ist das wieder dumm, ey. Oh, Leute, ey. Ja, klar, in der Cutscene, während der Feuerlöscher das Feuer löscht, können die das natürlich angreifen, ganz klar. Haben wir auf eine gute Chance dann, wieder mal. Oh, Leute, ist das dumm, ey, ist das dumm. Das ist echt dumm. Also manche Stellen sind einfach scheiße gemacht, einfach unfair. Fucking unfair gemacht. Ich kann es leider nicht oft genug sagen. Einfach schlecht. Schlechte Stellen. Schlechtes Gameplay. Leute, schlechtes Gameplay. At its peak. Ja, zumindest wissen wir ja jetzt ungefähr schon, wie es funktioniert. Das ist ja schon mal sehr hilfreich. Zack. Okay, dann nochmal. Na, dieses dumme Quicktime-Event da immer, ey. Hui, ey. Ich dachte, die alte trifft uns jetzt, ja. Ja, hier ist es, ja, ne? Genau, also. Ich geh mal zu. Guck, jetzt löscht das direkt, ja. Keine Ahnung. Naja, ist mir auch egal. Hauptsache, ja, ist gut. Das komische Spinter ist. Hier war nichts mehr außer dem Rohr, wo man nach wahrscheinlich zudreht. Gut. Sie rennt auch voll durch die Flammen, Alter. Hier ist alles scheißegal. Hier ist alles scheißegal.
Ja, mach. Ist hier noch was drin? Nope. Ich benutze jetzt einfach mal eine Milch, vorsichtshalber schon mal. Ah ne, da gehe ich jetzt nicht mal rein, da war nichts und da haben wir random Damage bekommen. Ich hoffe mal, dass wir es aber schnell machen, bevor sie uns schlagen kann. Aua. Das war knapp. Ja, komm hier hin. Komm hier hin, Humpelbein. Wow. Was ist denn das für ein blaues Feuer jetzt hier? What the fuck? Die Alte kommt auch noch hier rein. War richtig gut. Verbandskasten haben wir ja noch, Gott sei Dank. Ja, das blaue Feuer, wie will man das jetzt los? Haben wir nichts mehr zu löschen. Das ist mir leid, da kann man die Leiter hier irgendwie nehmen oder was anderes. Mit die Alte hier rein. Blaues Feuer, wie wäre das blaue Feuer denn jetzt los, habt ihr Scheiße? Gibt's hier denn noch irgendwas? Außer Flammen. Nee. Wir können ja schlecht in das blaue Feuer rein, oder? Oh, Leute, wir haben noch einen Feuerlöscher. What the fuck? Ja, keine Ahnung, warum wir jetzt auf einmal noch einen Feuerlöscher hatten, aber... Ja, komm, hier hin, dumme Kugel. Ich weiß nicht, warum die Flammen da blau waren, aber es ist so. So, Ventil. Ne, du kriegst das nicht. Und wir löschen alles. So, Alter, bist jetzt abgekühlt. What the fuck? Die Feuermarke. Was ist los?
Wen soll ich noch befreien? Wir haben hier niemanden zu befreien. Bitch, wir hauen jetzt hier ab. Wir machen jetzt hier die Tür auf und dann gehen wir raus. So. So you've finally done it. I really thought you'd give up after one or two seals. How did it go? I think it went well. I really think that my sister's soul has passed on. Wow, you're such an idiot. You don't know anything at all. What's wrong? Ach du Scheiße. Sie ist die Schwester. The fuck? And you are of no use to me now. You will die right here. Okay, was machen wir der Marke jetzt? Ach du Scheiße, so lang. Die Marken holen. Ich kann die Marke erst nehmen, wenn die Energie der Barriere wiederhergestellt wird. Die Energie der Barriere. Müssen wir jetzt die eine Marke wegbringen, wo die nächste holen können? Ach du Scheiße, wie wer soll ich denn hier zurechtfinden? Okay.
Wohin, wohin? Hey, Nayan, look at me. I'm always so grateful to you. It must be hard for you to study and stay with me all the time. It really helps me. Come on, don't just laugh, say something. Boah, ist das krass hier. Nayoung, where are you? Quit playing and come out! Fire! Okay. Okay, wir haben zwei Marken jetzt, aber was machen wir damit? Das ist die nächste. Die können wir noch nicht nehmen. Die blaue? Okay. Können wir jetzt die auch nehmen? Nee, immer noch mit. Meine Beruhigungstablette nehmen. Hallo? Anyone there? Mom? Mom? Mom! Where are you? I can't see anything. Mom! Mom! Scheiße, wo ist denn jetzt die andere Marke? Hey Sis, dinner is ready. Nayoung? Da. Oh, jawohl. Okay. What's wrong? Why are you angry at me? 3 Minuten haben wir noch. Wir könnten es schaffen. Wenn wir jetzt schnell noch die letzte Mal geschaut, was ist die letzte, aber ich denke mal schon, das sind ja 4 Stück. Komm schon, wo war die letzte Marke? Wo war die letzte Marke? Hinter, hier lang, da, naja. Irgendwo war sie doch hier, ja. Hier waren noch 2 irgendwo gewesen jetzt, ja. Ah, komm schon, Mann, komm schon. Da hinten ist er, glaube ich, ja. Ja, da ist er. Ah, wir haben es geschafft, Leute. 5 Stück waren es, ja.
Oh shit! Natürlich fahren wir jetzt noch schön in ein Loch ein. Fuck it, ey. Der los, hol es von Jungen. Jetzt nimm sie doch, Mann. Ja, super. Oh. Ist das wieder dämlich? Mann, 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 Mann. Wie lange er braucht, um sie hochzuheben, Mann. So, heute am Boden gucken, da ist das Loch. So, raus hier, raus hier, einfach nur raus hier. Oh, willst du dich jetzt verarschen? Oh. Leute, 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 Leute. Aber jetzt. Ja, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Mann. That it's over, right? What about Ji-hyun? We forgot about her. I have to go find her. Thank you for everything. Und da konnte er das Geschenk aber nicht abgeben. Tja, so läuft das. Ja, Leute, das war's. Wir haben's geschafft. Oh, ja, ein Fazit vom Spiel. Ich muss leider sagen, das Remake ist leider nicht so gut wie das Original. Leider liegt es einfach daran an dem Hausmeister, weil der Hausmeister leider verbuggt. Ja, ich würde sagen, verbuggt. Er ist aber schlecht programmiert. Vielleicht ist er auch. Ja, ist doch ein bisschen buggy, weil er einfach mal random irgendwo spawnt oder einen entdeckt dann trotzdem irgendwie. Wo man eigentlich versteckt ist dann. Ja. Was kann man sonst noch sagen? Das Spiel hat ein paar gute Momente gehabt. Leider hat es mit den Geistern nicht so gut funktioniert. Vor allem, also mit die dumme eine Geister, die hätte sie sparen können. Die paar netten. Irgendwie mit dem Mädel da in dem Musikraum war ganz cool. Oder. Ja. Das Baby.
Ja, da ist wieder scheiß Hausmeister, sieht man aber schon im Ende. Das Ende war eigentlich auch ganz nett gemacht. Ich weiß, dass es mehrere Enden gibt, dass man dafür auch ein paar andere Sachen machen muss, aber die werde ich jetzt nicht nur alle machen, da habe ich gar keine Lust mehr drauf. Ja. Kann anscheinend auch noch verschiedene Charaktere noch treffen, dann. Ja. Aber bin ganz zufrieden mit dem Ende, was wir jetzt haben. Ja, dann würde ich sagen, ihr könnt euch jetzt noch schön die Credits geben. Ich sag schon mal Tschüss. Und ja, bis zum nächsten Projekt dann. Mr. Black sagt, over and out.